Guten Tag, liebe Zuschauer der Zeitzer Lupe. Einige Worte zu unserer Aktion der Unterstützung zur Bundestagswahl für Sie, dass wir Ihnen ein bisschen Werkzeug an die Hand geben, sich vielleicht, wenn Sie noch unsicher sind, genauer zu entscheiden. Wir haben am 16. August alle Parteien in Sachsen-Anhalt angeschrieben, also alle namhaften, sowie alle deren Direktkandidaten für die Wahlkreise 73 und 74. Alle bekamen den gleichen Fragenkatalog, um für Sie eine Vergleichbarkeit durchführen zu können. Wir boten allen an, ein gewisses Interview durchzuführen. Wenn jemand die Zeit nicht hat, gab es auch die Möglichkeit, gibt es immer noch die Möglichkeit, uns die Fragen schriftlich zu beantworten. Und damit wir sie dann Ihnen die Beantwortung der Fragen selbst vortragen. Warum tun wir dies? Weil wir im Gegensatz zum Wahl-O-Mat, wo Sie reinklingen werden und dann kommt das Ergebnis raus, wir immer noch daran glauben, dass Sie durch genaues Zuhören, durchs Beobachten und durch tiefere Fragen sich am besten ihre Meinung selbst bilden können, weil wir immer noch glauben, dass der Bürger doch noch so fähig ist, selbst zu entscheiden für sich und nicht für Dritte, die für ihn dann vorgeben, das muss jetzt hier rauskommen. Ist natürlich traumhaft für Mächtige, wenn es am Schluss so wäre, Wahl-O-Mat sagt Ihnen, was Sie zu wählen haben. Aber glauben Sie mir, ist nicht gut. Gucken Sie an, ich finde es auch als Spaß. Es ist ein Faktor, der finde ich klasse, die Idee war auch wirklich eine Schweineidee. Nur vertrauen Sie Ihrem eigenen Verstand, Ihrem eigenen Gehör und Ihrer eigenen Lebenserfahrung. Zu den Parteien selber, der Rücklauf war enttäuschend für mich, das muss ich einfach mal so deutlich sagen, kann ich auch nicht nachvollziehen. Gerade nach der letzten Landtagswahl war ich erstaunt, wie viele Zuschauer wir hatten, jetzt gerade was die AfD betrifft, der ja sogar den Wahlkreis gewonnen hatte. Wir hatten am 16. August das erste Mal rausgeschickt, am 31. August hatte ich nochmal reklamiert. Wir glauben auch, dass es zu der Zeitdruck bei den Leuten schon dabei ist, aber daher gab es ja auch die Möglichkeit der schriftlichen Behandlung, wenn es nur ein Teil der Fragen ist. Die Grünen hatten abgesagt gehabt per Mail, die Linke hat auch abgesagt, wir danken mich für den netten Text, der da dabei lag. Die SPD bedanke ich mich vielmals, da hat Herr Erben sich zur Verfügung gestellt und es war für mich ein erstaunliches Interview mit einem hohen Sachverstand und gar nicht so sozialistisch, wie ich bei der SPD erst glaubte, Sie entschuldigen das Wort, ist ja eine Sozialpartei, also sehr aufgeschlossen, muss ich sagen, Hut ab. Die beiden AfD-Direktkandidaten, die hatten den Mut, sich auf den heißen Stuhl zu setzen, muss ich auch sagen, Hut ab, es waren keine einfachen Fragen, sind ja Newcomer letztlich, sind ja nicht aus dem politischen Bereich her und haben sich schon getraut, keine einfachen Fragen zu beantworten. Mir ging es darum, ob das ist für Sie auch herauskommt, lieber Zuschauer, ist es jetzt eine rechtsradikale Partei, ist es gefährlich für uns, kann was Böses auf uns zukommen, sind sich auch bewusst viele, was eigentlich hier läuft, gerade in Sachsen-Anhalt. Gucken Sie es an, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Ich habe versucht, neutral zu sein, dass wir alle Seiten abdecken für sich selber. CDU, nach der Reklamation rief mich Herr Stier vom Bundestag nochmal an. Ein Angebot hat an alle Bürger, sagt er, ihn kann jeder anrufen, so ungefähr, aber für mich stellt er seinen Terminkalender nicht um. Ist halt so, finde ich schade drum. Mir wäre es auch recht gewesen, wenn er es halt schriftlich beantwortet. Aber es muss selber jeder wissen, was ihm dieser Channel letztlich wert ist. Wir reden zwar von Digitalisierung und Bürgernähe, aber ist halt realistisch schon. Also vor allem soll man nicht jetzt die schimpfen, die nicht da waren, sondern ich bedanke mich bei denen, die da waren. Und ein besonderes Dankeschön muss ich auch mal an meine Frau richten, dass sie mir das erlaubt innerhalb der Familie. Kostet es viel Zeit, ich saß das ganze Wochenende, saß ich jetzt auch da. Gebe ein bisschen die Familie rein und Geld kostet die ganze Angelegenheit auch noch und wir machen das alles ehrenamtlich. Also, wenn Ihnen das einigermaßen gefällt, die ganze Sache, dann bitte mal einen Daumen hoch, eine gute Bemerkung, weil brauche ich ein bisschen zur Legitimation zu Hause, damit wir weiterhin so einen Service Ihnen anbieten können. Also, viel Vergnügen beim Zusehen. Ihre Zeit zur Lupe, Wolf-Henry Treblow. Ciao!